Über den Wolken schauen, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig. Was wäre wenn? Nun stellt euch mal vor, der Begriff des Menschen ist in der Jurisdiktion im Anwendungs- und Geltungsbereich nicht definiert. Was wäre wenn? Das heißt, der Mensch könnte gar nicht vor Gericht gezerrt und verurteilt werden. Wir nehmen an und stellen uns vor, dass wir jetzt ein Gespräch mit dem Bundesministerium der Justiz im Fachbereich Menschenrecht führen und stellen uns vor, dass so ein Gespräch abgelaufen ist oder wäre. Wer es gerne ausprobieren möchte, kann gerne dort anrufen und fragen, wie es wirklich ist. Denn Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit. Es ist nicht verboten, in der Öffentlichkeit Aufnahmen zu machen, wenn es sich um öffentliche Behörden handelt. § 201 des Strafgesetzbuches nicht für Aufnahmen bei Behörden zu. Denn die Behörden arbeiten öffentlich und nicht privat. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich hätte gerne die Katja Bär. Moment bitte. Ja? Guten Tag. Mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht ein nicht helfen können. Es geht um einen juristischen Begriff. Ich konnte es nicht finden. Mit wem spreche ich denn? Ja, mein Name ist Viktor von Lauscheninken. Mhm. Es geht um den Begriff juristischer Mensch, wie der definiert ist. Wir konnten das nicht finden. Sie sprechen jetzt da nicht alleine? Sie haben jetzt im Hintergrund noch weitere Zuhörer oder? Ja, nee, die sind draußen, aber das ist ja egal, ob ich jetzt hier alleine bin oder nicht. Es geht ja nur um einen Begriff. Das ist ja kein Geheimnis. Nein, das ist überhaupt kein Geheimnis. Da haben Sie völlig recht. Ich frage auch nur deswegen, weil ich die Frage ganz gerne einordnen wollte. Also es geht um den juristischen Begriff Mensch. Das ist kein juristischer Begriff. Wie? Ist das kein juristisch definierter Begriff. Victor? Ich habe die Frau Bär hier. Sie sagt, der Mensch ist kein juristischer Begriff. Also, was ist das denn? Also ist das also alles nicht erlaubt, dass in der Juristerei der Mensch vor Gericht gezerrt wird und quasi dort verurteilt wird? Sind Sie zufällig Herr Sommeli? Nein. Mein Name ist Viktor von Wittgenstein. Mhm. Ich bin der Bruder. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Hintergrund der Fragen ist. Deswegen fällt es mir sehr. Ja, mich interessiert es einfach nur, wie der Mensch juristisch. Wenn Sie mich unterbrechen, kann ich meinen Satz nicht zu Ende führen. Ja, das ist mir bewusst. Aber wenn Sie mich unterbrechen, ist es genau so ähnlich. Nein, ich habe Sie nicht unterbrochen. Ich habe nur gesagt, ich würde ganz gerne wissen. Was sagen Sie, Sie haben gesagt, Sie würden ganz gerne wissen, warum ich das frage. Ich. Tja, wahrscheinlich ist Frau Katja Bär, oder wie sie heißen mag, umgefallen. Als wir dann versuchten, den Krankenwagen anzurufen, misslang uns das, weil das Telefon war nicht mehr besetzt, auch nicht vom Bundesjustizministerium. Das Haus hatte gesprochen. Nun muss man sich ja vorstellen, wenn der Mensch in der Jurisdiktion nicht definiert ist, ob überhaupt die juristischen Gesetze überhaupt auf den Menschen anwendbar sind. Über den Wolken schauen,
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Die Gesetze sind wegen Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig, denn nicht nur gleiches Recht, sondern auch gleiches Unrecht für alle. Denn die Menschen sind alle gleich vor dem Gesetz und nicht nach dem Gesetz. Der Mensch muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den Anwendungs- und Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu können. Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. Bildung ist ein Recht des Menschen. Aus diesem Grund werden die Telefonate und alle Auskünfte verweigert und immer weggedrückt. Keine Strafe gegen den geistig lebendigen Menschen ohne Gesetz. Die schriftlichen Gesetze sind für die Person gemacht und schriftliche Lügen sind in der Bundesrepublik nicht strafbar und keiner haftet für diese Lügengesetze. Die Legislative, die diese Gesetze machen, sind gegen ihre eigenen Lügengesetze immun. Gleiches Unrecht für alle. Wer seine eigenen Gesetze nicht befolgt und für seine eigenen Fehler nicht haftet, kann nach der Metaphysik der reinen Vernunft nichts erkennen und sein Verhalten nicht ändern. Sie sind die schuldigen Schuldner. Die Gesetze sind so trickreich formuliert und systematisch aufgebaut, indem die Gesetze nur für Personen, nicht für geistig lebendige Menschen gelten. Die NWO-Lüge über Generationen ist, dass der geistig lebendige Mensch eine Person sein soll. Eine Privatperson ist ein Idiot. Das ist weiterhin der Grund der Inhaftierung durch Internierung der Menschen nach der Genfer Konvention, die in der Personifikation nicht erkannt haben, dass sie keine Person, sondern Menschen sind, zeitlebens unmündig und somit rechtlos bleiben und die NWO durch Ersitzung, Usurpation durch Gesetz dulden, weil sie den Rechtraub als massengesellschaftliche Idioten in Ländern nicht erkennen. Wacht auf! Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit. Prüft alles nach. Erkundigt euch. Bildet euch. Denn Bildung ist ein Menschenrecht. Wer seine Rechte nicht kennt, hat keine Rechte. Wer seine Rechte nicht nutzt, ist unmündig. Aufklärung ist der Ausweg. Die Menschen werden aus der Unmündigkeit befreit, wenn die Gründe der Inhaftierung entfallen. Das ist der völkerrechtliche Vertrag. Spendet für euer eigenes Recht, denn das ist euer Glaube an euer Recht. Der Glaube kann körperschaftlich nicht erfasst werden. Aus diesem Grund verkaufe ich hier kein Produkt, sondern bringe euch den Geist der Wahrheit durch den Wind des Atems. Spendet für diese Information, denn Recht ist kein Produkt und kann auch nicht erworben werden durch Geld. Aber ohne Geld kann man hier keine Information weiterleiten. Spendet für die Bildung eures Recht, damit ihr euch und insbesondere eure Kinder, eure Zukunft aus der Unmündigkeit befreit.